Hallo, liebe Weggefährten, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen YouTube-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Erinnert ihr euch? Ich war auf Mallorca und da ist mir zusammen mit der Lisa ein Hund ins Herz gesprungen. Die kleine Cookie. Jetzt ist sie hier im Revier für Hunde. Ich bin ja noch eine Woche länger geblieben und die Lisa hat die Cookie schon mit ins Revier genommen. Und Cookie hat sich ganz gut eingelebt, oder? Wie siehst du es? Absolut. Also Cookie ist hier direkt zu Hause angekommen. Wir haben das aber ja auch stückweise mit ihr gemacht. Ne? Sie ist jetzt nicht ins Revier gekommen und hat hier die volle Ladung an Hunden bekommen, sondern wir haben sie ja langsam dran gewöhnt. Ah, okay, super. Und dadurch läuft das jetzt auch super. Hervorragend. Ja. Wer sie noch nicht kennt, das ist die Lisa. Hallo. Ja, ich bin Lisa. Ich arbeite im Revier für Hunde als Mensch-Hund-Coach, bin aber auch in der Hundetagesstätte aktiv und auch viel im Tierschutz mit Andreas zusammen unterwegs. Und Lisa hatte das Vergnügen, Cookie von Anfang an zu betreuen und mitzunehmen. Ja, selbst am Flughafen war sie super souverän. Ich finde ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass gerade am Anfang der Hund lernt, dass es auch Grenzen gibt. Viele Leute glauben ja immer, kleine Hunde, junge Hunde, Hunde aus dem Tierschutz, die haben so eine Lobby, die können alles tun und lassen, was sie wollen. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Wie siehst du es? Ich denke ähnlich. Ja, sehr ähnlich. Also sie hat von Anfang an sich natürlich eher unseren Hausregeln schon anpassen müssen. Das heißt, es gibt auch bestimmte Grenzen, aber dadurch auch eben wieder Freiheiten, wie du immer so schön sagst. Und das hat sie super angenommen. Also da gehörte einiges dazu. Und nicht nur du warst konsequent, wahrscheinlich war Molly auch konsequent, oder? Hat Molly sofort, war sie eher mütterlich oder? Alle Hunde waren tatsächlich konsequent, ne? Weil sie ist deutlich jünger als die anderen. Die haben ja alle schon ihren gestandenen Platz. Also wenn Cookie zu Hause schon mal ein bisschen überdreht hat, weil sie ist ja nun mal auch erst 8 Monate alt, dann hat sie auch nicht nur von mir Grenzen bekommen, sondern auch von den anderen Hunden. Und das ist natürlich super. Ich finde es auch extrem wichtig, dass gerade Hunde, die frisch zu Hause einziehen, klare Grenzen und viele Freiheiten bekommen. Und Cookie ist so ein Hund, ja, der ist klein, der ist süß, der ist verspielt, der ist so, ja, so knuffi. Da bekommt man schnell das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber die ganze Zeit mit dem rumknuddeln und tüddeln und machen. Ich habe das auch tatsächlich, aber ich halte mich dann auch ein Stück weit zurück. Also, selbst die Lisa hat mir schon mal auf meine Finger geklopft und hat gesagt, jetzt lass sie auch mal. Ja, man neigt dazu, aber man hat nichts davon im Endeffekt. Also wenn du jetzt die ganze Zeit nur am Hund bist, dann bist du nicht mehr bei dir. Und das ist ja genau das, was wir hier nicht leben, sondern Freiräume lassen. Ja. Ja, so kann sie sich auch entfalten und vor allem auch in Ruhe ankommen. Ne? Weil wenn ich sie jetzt die ganze Zeit betüttel und jetzt komm mal hier, jetzt mach mal da, das ist zu viel. Sie braucht auch erstmal Platz und Raum, um anzukommen. Und das ist ganz wichtig, Zeit lassen. Wie ihr merkt, also Hunde, die ein neues Zuhause bekommen, sollten nicht sofort bespaßt werden. Die sollten nicht sofort trainiert werden, konditioniert werden. Die sollten erstmal den Raum bekommen, dass sie ankommen, dass sie zu Hause, in ihrem neuen Zuhause, wirklich einen Platz finden. Da brauchen Hunde ein wenig Zeit. Jedoch ist es wichtig, dass man eben dem Hund auch zeigt, was geht und was nicht. Das kann man mit Kleinigkeiten machen. Ich bin ja ein Freund von der nonverbalen Kommunikation und vor allen Dingen bin ich ein Freund davon, mein Leitsatz ist ja, weniger ist mehr. Ne? Also bevor ich den Hund die ganze Zeit zutexte, ne, zeige ich ihm lieber deutlich, was ich will und was nicht. Die 2 Ampelfarben. Ne? Ja, das muss man halt für sich selber auch erstmal wissen, was man möchte und was nicht. Ja. Und dann kann man das auch gut umsetzen. Glaubst du auch, dass wenn man mit einem Hund in die Beziehung geht, dass das viel mit einem selbst zu tun hat? Wie ist man selber aufgestellt? Ne? Also Leute, jetzt hört mal genau hin, weil jetzt geht's ans Eingemachte. Ne? Also wenn der Hund irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, die euch nicht gefallen, dann sieht die Lisa es genauso wie ich. Dann sollte man mal bei sich hingucken, oder? Ja, dann ist man genau wie wir vorher gesagt haben, zu viel am Hund dran wahrscheinlich. Setzt ihn nur in den Mittelpunkt. Du musst es umdrehen. Du darfst dir die Aufmerksamkeit schenken, weil dann brauchst du auch nicht an Rückruf oder anderen Themen rumzuwerkeln, weil ein Hund, ne, der sich an seinem Mensch orientiert,
der hat auch gar nicht das Bedürfnis wegzulaufen. Super, ja, 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 das seh ich genauso. Das ist genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich kenne ja auch viele Leute, die beim Spaziergang den Namen des Hundes 34.000 Mal rufen innerhalb von einer halben Stunde, aber der Hund hört dann trotzdem nicht. Das nutzt sich dann irgendwann ab. Also bei Cookie ist es halt so, dass sie jetzt erstmal lernt, hier im Revier für Hunde anzukommen. Und schaut mal, im Moment macht sie etwas, das erdet sie auch. Jetzt aber noch mal zur Geschichte. Also viele von euch wissen ja gar nicht so genau, wo kommt die Cookie eigentlich her? Was hat sie bisher erlebt? War sie ein Straßenhund? Kommt sie irgendwo aus einer Tötungsstation? Die Lisa klärt euch auf. Cookie wurde gefunden an einer einsamen Finca. Da war sie alleine mit ihren Geschwistern. Kein Mensch weit und breit, da waren sie so auf sich gestellt, dass man sie tatsächlich mit Lebendfallen einfangen musste. Also da war sie noch relativ scheu. Dann, nachdem sie erstmal ja, eingefangen wurde, ist sie aber super schnell aufgeblüht. Dann ist sie zu einer ganz, ganz tollen Hundetrainerin gekommen. Das ist auch eine gute, ja mittlerweile fast schon Freundin von uns geworden. Das ist eine Freundin, die Christel. Ich bin begeistert von ihr. Genau, die hilft nämlich auch Hunden in Not auf Mallorca und die hat sie dann aufgenommen. Ja, und davon auch die ganzen kleinen Geschwister von ihr wurden direkt vermittelt. Cookie ist dann noch übergeblieben. Ja, Gott sei Dank. Also Cookie ist jetzt nicht der typisch traumatisierte Tierschutzhund, wo man sagt, oh weia, die ist, war auf sich alleine gestellt und jetzt ist die völlig verhaltensgestört. Und da muss man jetzt Monate, Jahre dran arbeiten, damit sie ihre Verhaltensstörungen ablegt. Ich erlebe sie hier als einen sehr lockeren, freien Hund. Das ist meine Message nach draußen. Also Tierschutzhunde, die Schlechtes erfahren haben, müssen nicht unbedingt monatelang oder jahrelang therapiert werden. Viele Hunde kommen an, wenn man sie lässt. Der Mensch darf lernen, die Hunde ankommen zu lassen. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass wir uns so ein Stück weit auf die Charaktere, auf den Typ einstellen. Bei Cookie, ja, da ist es relativ einfach, weil sie ist noch ein sehr junger Hund. Auch wenn sie keinen Bezug zu Menschen hatte oder zu wenig Bezug zu Menschen hatte, so ist sie jedoch ein ganz normaler Hund. Für mich ist ganz klar, Hunde aus dem Tierschutz können Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Ja, sie können uns ein bisschen Arbeit machen. Wir brauchen viel Geduld, Liebe und Konsequenz, damit diese Hunde in Ruhe ankommen können. Aber es gilt auch, nicht den ganzen Tag an diesen Hunden rumzutherapieren oder rumzutrainieren. Hunde brauchen einfach Zeit. Und gerade Tierschutzhunde brauchen Zeit. Aber das sind die besten und tollsten Seelen dieser Welt. Viele von euch wollen natürlich wissen, warum haben wir Cookie ausgewählt? Also, da waren ja auch noch andere Hunde, aber warum ist es ausgerechnet Cookie geworden, die jetzt hier ein neues Zuhause im Revier für Hunde gefunden hat? Ja, ganz einfach, sie ist in unsere Herzen gesprungen. Lisa, kannst du dich noch dran erinnern? Absolut. Wir sind auf das Gelände gekommen und dann? Ich habe sie gesehen und ich wusste schon, yo, oh oh, wer ist das denn? Ja, also die ist von Anfang an so bei uns reingehüpft, weil sie einfach eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung hat. Also die ist super ruhig, ausgeglichen dafür, dass sie noch so jung ist. Und man sollte sich immer Hunde aussuchen für sich, die zu einem passen. Auch vom Energielevel her. Ja. Das heißt, ich würde mir von meiner Natur raus nie einen Hund aussuchen, wo ich es weiß, der total drauf ist, der hyper ist, der immer was braucht, der immer dran ist. Das würde ich nicht machen, weil das nicht zu mir passt. Ja. Kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, ich brauche einen Hund, der richtig viel Power unter der Haube hat. Aber ich bin ja auch eher für die ruhigen Hunde, wobei ich ja sagen kann, also es sind ja mittlerweile 5 Hunde jetzt zu Hause, ja mit der Cookie dann auch 6. Aber jeder Hund ist auch wieder verschieden. Jeder Hund ist anders. Und ich finde das super, weil wir Menschen sind auch verschieden und auch anders. Und wir sind alles ganz eigene Charaktere, ganz eigene Typen. Jeder für sich ganz wundervoll.